Davos, Efas, Swissdrg. Sind das die Zauberwörter, die das Problem lösen, an dem bisher alle gescheitert sind? Ist das die Zauberformel, welche die Explosion der Gesundheitskosten in der Schweiz stoppt? Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Schweizer Gesundheitswesen ist ein heißes Pflaster. Man bekommt viel, aber man bezahlt immer mehr dafür. Kein Land der Welt, mit Ausnahme der USA, gibt mehr Geld für Gesundheit aus als die Schweiz. Und mancher stöhnt über die Krankenkassenkosten, die sich in den letzten 20 Jahren fast verdreifacht haben. Unser Gesundheitswesen muss reformiert werden, da sind sich alle einig. Aber die magische Lösung des einen Akteurs scheint dem anderen Akteur oft als fauler Zauber. Das digitale HSK-Forum, das Sie sich gerade jetzt anschauen, hat ein hohes Ziel. Unter dem Jahresthema «Ambulante Versorgung, Kostenbremse oder Kostenfalle» wollen wir mit führenden Köpfen aus verschiedenen Ecken des Gesundheitswesens herausmeißeln, wie sich unser Gesundheitssystem verbessern ließe, welches uns so lieb und teuer ist. Vier Fachleute fordere ich jeweils eine knappe Viertelstunde zu einem Gespräch heraus, in dem sie die rettende Formel vom faulen Zauber trennen sollen. Afos, Efas, Swissdrg. Wer kennt die Parole gegen den Fluch der Gesundheitskostenexplosion? Hier ist mein Gast aus dem Lager der Krankenversicherer, Pius Zengerle. Willkommen. Guten Tag. Ein Tag im Berufsleben von Pius Zengerle. Ist es im Moment lustig, Direktor von Cura Futura zu sein? Lustig ist der falsche Begriff, aber lustvoll, das würde zutreffen. Denn es macht Lust, in einem System, das sehr komplex ist und sich nur schwierig bewegt, mit den Partnern zusammenzuarbeiten. Und muss man auch Lust hin und wieder an einer kleinen Schlägerei haben? Es ist klar, Sie stehen in Konkurrent mit dem anderen Verband, der anderen Krankenversicherer, mit Santé Suisse. Mögen Sie Schlägereien? Eigentlich nicht, sondern es ist natürlich für mich mehr das Thema der Kooperationen, das wir täglich pflegen mit den Partnern, seien es die Partner der Leistungserbringer, diejenigen der Politik in den Kantonen und der Gesundheitsdirektorenkonferenz oder beim Departement und beim Bundesamt für Gesundheit. EFAS, AVOS, für den Laien wie mich sind das mal so etwas mystische Zauberwörter. Ich habe verstanden, AVOS heißt ambulant vor stationär. Soll man die Patienten behandeln? Das würde viel bringen. Thema unserer digitalen Tagung. Sind Sie da voll der Ansicht, das wäre gut? Mehr ambulant, weniger stationär? Ja, ganz klar. Die medizinische Entwicklung hält keinen Tag still. Mit anderen Worten, es gibt neue Prozeduren, es gibt Möglichkeiten und die Spitäler sind historisch gesehen ein Übergangsmodell. Früher war alles ambulant, dann gab es Spitäler, zukünftig wird es viel mehr ambulant geben. Und die Schweiz ist als hochentwickeltes Land erstaunlicherweise schlecht im Anteil der ambulanten Versorgung. Ich weiß noch am Anfang, als die Diskussionen losgingen über mehr ambulante Versorgung, auch durch die Spitäler, das heißt, man bleibt nicht über Nacht, war das Schreckenswort Bloody Exit. Ich tropfe noch aus meinem Blinddarm und die schicken mich auf die Straße. Ist das ein bisschen wahr geworden? Überhaupt nicht. Und das zeigt auch exemplarisch, wie mit Schlagworten, mit Zauberwörtern Krieg geführt wird, um irgendwelche Positionen zu verteidigen. Nein, im Gegenteil. 2012 wurden die Swiss-DRG-Fallpauschalen eingeführt. Dieses Phänomen, Bloody Exit, die Leute kriechen raus und sind schlecht versorgt. Nichts davon ist eingetroffen. Jetzt haben Sie es gesagt, im stationären Spitalbereich hat man Fallpauschalen. Jeder Außenseiter kann sich zusammenreimen, das ist wahrscheinlich gut, pauschal. Dann machen die Leistungserbringer, die Spitäler nicht zu viel, sondern sie bekommen sowieso die Pauschale. Wir haben so eine Systemdiskussion bei den ambulanten Versorgungsleistungen. Ist es dann plötzlich nicht mehr pauschal, oft Einzelabrechnungen? Da haben wir ein Problem drin. Aber das Hauptproblem, wenn ich richtig verstanden habe, ist das andere Zauberwort, das jetzt herumgeistert, EFAS. Man will eine Einheitlichkeit, wie man vergütet für das, was im Spital stationär passiert und das, was ambulant passiert. EFAS, erklären Sie das.
Curafutura setzt sich für eine Weiterentwicklung des Gesundheitssystems ein. Dann muss man sich zuerst fragen, ja, wo haben wir denn überhaupt Probleme? Und wir haben den größten Fehlanreiz im System, der liegt in der Finanzierung, in der unterschiedlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Angebote gleichwertig und ein Angebot ist aber zu 50% subventioniert. Wo kaufen Sie ein? Dort, wo es subventioniert ist. Sie bekommen die ähnliche Leistung viel günstiger. Und dieser Fehlanreiz ist auch in unserem Gesundheitssystem. Im stationären Bereich bezahlen die Kantone 50% mit, im ambulanten Bereich 0%. 0%. Das heißt, der ganze Zaster muss von Ihnen kommen. Von den Prämienzahlern, die hier 100% bezahlen müssen. Und es ist nachvollziehbar, dass der Prämienzahler oder sein Vertreter, der Versicherer oder der Einkauf, die das organisieren, dann schauen, ja, dann gehe ich lieber stationär, weil dort ist es ja günstiger. Ja. Und damit haben wir einen doppelten Fehlanreiz. Wir machen das Falsche und wir bezahlen noch zu viel, weil stationär teurer ist als ambulant. Also, dann würde der Laie ja sagen, okay, machen wir doch 50-50. Sollen die Kantone die Hälfte zahlen, auch bei ambulant, und Sie die Hälfte? Vielleicht finden Sie noch einen, der zahlt. Aber warum hat man das System nicht geändert? Es ist in der Politik, EFAS ist eine Vorlage, sie ist namensentscheidend. Wo steht sie? Die Vorlage ist im letzten September durch den Nationalrat gekommen, mit einer guten Mehrheit. Und sie ist derzeit in der ständerätlichen Gesundheitskommission zur Diskussion. Das heißt, sie wird Ende Jahr oder Anfang des nächsten Jahres in den Ständerat kommen zum Entscheid. Und wir arbeiten daran, dass auch dieser Entscheid so deutlich sein wird, wie er im Nationalrat war. Und die Lösung wäre, Sie zahlen dann die Versicherer wie viel? Die Lösung wäre, dass dann die Versicherer 75% zahlen und die Kantone 25%. Das ist in etwa die Umverteilung der heutigen 50% aus dem stationären Bereich auf das gesamte System. Okay, da würde man doch vermuten, die Kantone sagen, ja, ich muss nur 25% zahlen, 75% bei den anderen. Super, ich mache mit. Warum wehren die sich noch? Es gibt zwei Gründe. Zwei zentrale Gründe. Der eine Grund ist, wenn natürlich mehr in den ambulanten Bereich geht und sowieso, dann ist dort das Wachstum. Das heißt, die Kantone würden am Wachstum in der Akutversorgung partizipieren. Da scheuen sie sich davor, weil sie sagen, und das ist nun das zweite Argument, wir haben schon einen Wachstumsfaktor in unserem Garten, das ist sind die Kosten der Pflege. Und sie suchen hier, die beiden Dinge miteinander zu verknüpfen und sagen, wenn wir im akuten Bereich am Wachstum partizipieren sollen, dann möchten wir auch, dass die Pflege eine andere Regelung erfährt, als es heute ist, wo wir die Hauptlast des Wachstums tragen. Ich werde in einem anderen Gespräch natürlich dann auch den Gesundheitsdirektor eines Kantons zu Wort kommen lassen, dass er seine Sicht sagen kann. Würden Sie sagen, aber grundsätzlich bestreitet das niemand, dass man viel mehr mit ambulant machen sollte und machen kann? Das bestreitet niemand. Das bezeugt auch AFOS, diese Initiative der Kantone, die mit Regulierungsvorgaben erzwingen wollen, dass dieser Shift vom stationären in den ambulanten Bereich stattfindet. Das ist in unseren Augen nicht notwendig. Marktkräfte sind die stärksten Kräfte. Wir wollen die Rahmenbedingungen so haben, dass sie wirken und richtig wirken und dann das System darin laufen lassen, weil, und das ist ein wichtiger Grundsatz für Curafutura, unser Gesundheitssystem ist wettbewerblich verfasst, nicht staatlich. Wir haben kein staatliches Gesundheitssystem wie in Frankreich oder England, also Großbritannien, sondern wir haben ein wettbewerbliches System, wo die Teilnehmer Lösungen suchen sollen und das Beste für den Patienten machen sollen. Und Sie sagen, andere Länder sind uns da schon voraus und haben schon mehr verlegt in die ambulante Betreuung. Im Ergebnis ja. Es gibt Länder, die haben deutlich mehr ambulante Versorgung und sie sind auch günstiger in diesem Aspekt. Und es ist keine Frage, auch die Schweiz muss sich auf diesen Pfad ernsthaft begeben. Also so könnte man die Gesundheitskosten ein bisschen, ein wenig mindestens dämpfen. Die sind hoch. Ich glaube, 80 Milliarden geben wir was pro Jahr aus. Genau, 80 Milliarden in toto über alles. Davon
circa knapp 40 Milliarden im Bereich der Grundversicherung. Jetzt ist es natürlich so, dass überall, wo Wirtschaftswachstum herrscht, und das wünschen wir uns ja, dann gibt man auch mehr für Medizin aus, sagen alle, das ist okay, ein Teil des Wachstums ist nicht schlecht, dann wird die Bevölkerung älter, das ist auch schön eigentlich. Welchen Anteil der Gesundheitskosten könnte man aber und müsste man dämpfen, liegt an Ineffizienz? Da gibt es viele verschiedene Zugangspunkte zu dieser Frage. Der eine ist, haben wir heute in der Schweiz Überversorgung und wenn ja, wie viel? Und hier gibt es Schätzungen aus medizinischen Fachkreisen, die beziffern diese Überversorgung mit 20-30%. 20-30% Überversorgung. Das heißt Dinge, die nicht nötig wären. Die nicht nötig sind, die sogar schädlich sind. Überversorgung ist zum Teil auch schädlich. Interventionen, chirurgische Interventionen, die den Menschen schaden. Das gibt es in der Schweiz. Und ich denke, wenn wir uns konzentrieren, nicht auf einen Schlag, aber sukzessive diese Überversorgung rauszubringen aus dem System, dann haben wir gespart und die Qualität verbessert. So als Prämienzahler, Versicherter, könnte ich ein bisschen Angst haben, ich zahle mein ganzes Leben, wenn ich jung und gesund bin, viel Prämien. Und wenn ich dann alt bin, der medizinische Fortschritt gäbe ganz neue Kügelchen und Dinge, die mir helfen, dann sagen sie dann plötzlich, ja, bisschen weg mit den Kosten und ich bekomme das nicht mehr. Wird nicht auch gespart an Dingen, die nicht im Interesse des Versicherten sind? Das wäre dann das Phänomen der Unterversorgung oder des Verbots von Eingriffen oder der Reduktion der Wahlfreiheit. Dafür stehen wir ganz klar nicht ein. Ich muss vielleicht noch erwähnen, dass das Gesundheitssystem kein Sparsystem ist, sondern ein Umlagesystem wie die AHV. Interessanterweise hat das Gesundheitssystem keine Schulden, sondern einige Reserven für insgesamt 4 Monate, das ist nicht viel, aber es ist ein Umlagesystem, das heißt, ich bezahle heute, wenn es mir gut geht, für diejenigen heute, denen es schlecht geht. Und wenn wir hier das System stabil halten, dass es nicht zu stark wächst oder zu viel unnötige Dinge gemacht werden, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch in 20 oder in 40 Jahren noch auf genau diesem Fundament funktioniert. Dann gibt es Leute, die sagen, die gute Stellschraube wäre die Tarife. Die geben auch Fehlanreize, wenn ein Arzt einfach immer mehr machen kann und dann mehr verdient. Und man soll eben zu so Pauschaltarifen gehen. Ist auch eine kleine Schlägerei gerade im Gang. Finden Sie das grundsätzlich gut, auch im ambulanten Bereich, pauschale Tarife? Grundsätzlich und überhaupt ist in einem komplexen System ein Zauberwort ein Ding der Unmöglichkeit. Zu einfach. Zu einfach. Okay. Zu einfach. Es braucht die Kombination kluger Lösungen. In der Hausarztmedizin beispielsweise sind Pauschalen wahrscheinlich nicht sehr gut anzuwenden. Dann stellen Sie sich vor, Sie kommen hinein zu einem Arzt und der bekommt für Sie eine Pauschale. Er wird Sie screenen und sagen, ja, dieser, der macht mir dann zu viele Kosten, die Pauschale deckt die Kosten nicht, gehen Sie lieber zum Nächsten. Also es gibt dann Selektion. Pauschalen können zu Fehlanreizen und zu neuer Selektion führen, dass kranke Patienten mit größeren Krankheiten schlechter versorgt werden, als sie es benötigen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ein regelloser Einzelleistungstarif zur Mengenausweitung verführen könnte. Wir haben allerhand Wirtschaftssubjekte, auch unter den Medizinern, solche, die sehr fair und gut arbeiten und fair abrechnen und solche, die das schnelle Geld sehen und hier dann kreativ werden. Und dass um diesen Fehlanreizen beizukommen, braucht es Steuerungsmechanismen. Beim Einzelleistungstarif ist es die Frage der Regeln, der Häufigkeit, wie man etwas abrechnen kann, der Anwendungsbedingungen, die sind alle in diesem TARDOC, den wir zusammen mit den Ärzten entwickelt haben, drin. Und bei den Pauschalen muss man sich fragen, was ist wirklich pauschalierbar? Ist es ein Standard? Hinein in den OPS, in den Operationssaal, auf den Tisch liegen, desinfizieren, eine lokale Narkose, Viertelstunde schneiden, zusammen machen und wieder raus. Okay. Es gibt diese Fließbandaktivitäten, die kann man standardisieren, die kann man auch pauschalieren. Und das wollen wir unbedingt, nicht nur in die Zukunft geschaut, sondern wir können auch sagen, das ist seit 20 Jahren üblich, dass eben pauschaliert wird. Ich ahne schon, man wird mir nicht zustimmen, das Problem mit 1, 2, 3 Zauberwörtern zu lösen. Es bleibt komplex, fast zum Schluss schon.
die Frage, was haben wir, was hat unser System von der Corona-Krise gelernt oder müsst ihr es lernen? Auch hier, die Analyse kommt zuerst. Heute, am 4., 5. September, können wir erst teilweise analysieren. Es braucht etwas Zeit dafür. Aber was in unserer Ansicht nach klar und evident ist, wir hatten vor der Krise zu viele Spitäler. Wir hatten während der Krise zu viele Spitäler. Wir haben nach der Krise zu viele Spitäler. Hier muss das System lernen, diejenigen Dinge anzubieten, die wir wirklich benötigen und nicht überflüssige Kapazitäten. Aber viele haben doch am Anfang der Krise gedacht, wenn jetzt die Stationen, die Notfall-Intensivstationen überall voll sind, Gott sei Dank für jedes einzelne Spital, das wir haben. Das war Kopfdenken. War nicht wahr? Die Notfälle waren nicht voll. Die Leute waren zwar bestellt und parat, um diese Leistung zu erbringen, aber faktisch hat es sie nicht benötigt. Zum Schluss, ganz zum Schluss noch, wenn Sie der große Zauberer wären, der im Schweizer Gesundheitssystem einen Tag lang ändern dürfte, was er will, was würden Sie ändern? Ich würde einige dieser geplanten Reformen sofort in die Schublade legen. Es ist heute zu viel Reformitis da. Man ändert an allen Ecken und Enden, weil man 10 Jahre nichts geändert hat, meint man jetzt, man müsse jetzt überall ändern. Das ist sehr gefährlich. Wir haben grundsätzlich ein gutes System. Stabilität kann aufs Spiel gesetzt werden und wir alle können davon schlechter wegkommen, als wir eigentlich meinten. Aber was würden Sie ändern? Ich würde diese Maßnahmenpakete, vor allem das zweite, würde ich sistieren. Ich würde sagen, diese Reformen, die aufgegleist sind, EFAS, Tarifbüro, National, Zulassung umsetzen und endlich die Qualitätsvorlage ins Leben überführen. Da würde ich sehr viel daran arbeiten lassen, damit wir hier echte Fortschritte machen. Pius Zengerle, besten Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Die Interviews am HSK-Forum 2020 kamen digital zu Ihnen. Corona hat eine persönliche Begegnung diesmal verhindert. Wenn Sie wollen, sehen wir uns am nächsten Forum mit einem neuen spannenden Thema wieder und dann, wenn alles gut geht, live.